Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim neuen Video, bei einem neuen Vlog. Wie ihr uns erkennen könnt, sitzen wir mal wieder im Auto. Ja, wir machen Elternzeit jetzt diesen Monat und dann machen wir immer mal so, fahren wir halt öfters mal weg. Jetzt gerade sind wir erstmal auf dem Weg nach Düsseldorf. Wir wollen in den Lego Store, nur deswegen fahren wir nach Düsseldorf, zieht das rein, nur wegen dem Lego Store. Vielleicht nicht ganz so wegen dem Lego-Store. Ja, und dann geht's immer weiter, bis wir dann irgendwann mal am Mosel ankommen. Genau, also ein kleiner Mosel-Urlaubs-Vlog von uns. Aber jetzt geht's erstmal, wie gesagt, nach Düsseldorf. Das Kind hat schon gut über eine Stunde geschlafen, fast anderthalb waren es, glaube ich, sogar. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig geschlafen, weiß auch nicht. War so kalt. Ja, jetzt haben wir noch 20 Minuten, bis wir in Düsseldorf ankommen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche uns viel Spaß. Wir hören übrigens Harry Potter. Wir sind aber noch bei Teil 1. Also mein Mann hört vor allem, weil er halt auch auf der Arbeit schon angefangen hat zu hören. Also Homeoffice kann man ja nebenbei ganz gut. Ja, so Hörbücher und sowas hören. Und ich hatte ja nicht diese Zeit, deswegen. Ja. Oh Gott, müde. Messe essen. Wir sind ein bisschen traurig. Bis dann. So, ihr hört mich wahrscheinlich gar nicht, weil es zum einen laut ist, zum anderen trage ich den Mundschutz. Aber ja, wir sind gerade in der Drachenfelsbahn. Und ja, fahren da jetzt mal hoch. Das Kind findet es ziemlich lustig. Das ist lustig, ne? Ja, ganz schön. Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr vorhin... Oder vielleicht muss ich doch noch mal gucken. Irgendwie haben wir das Gefühl, dass ich ganz schön rangezoomt bin. Wenn du drauf getouched, vielleicht ist das nur das Display. Ja, weiß ich nicht. Du kannst ja nicht zoomen. Brennweite eigentlich. Ja. Keine Ahnung. Ja, ob ihr das eben mitbekommen habt, weil es zu laut war. Wir sind mit der Drachenbahn hochgefahren. Drachenbahn? Drachenfelsbahn. Naja, jetzt sind wir auf dem Drachenfels. Und mein Mann macht da hier wie, das ist ja Tradition und noch dazu haben wir ja heute Hochzeitstag, das ist erst recht Tradition, Quetschmünzen. Ist ja, ich bin auch ein bisschen näher ran, das ist ja hier voll abgestellt. Oh, Bremse. Ja, auch abgestellt. So, ja, aber so weit weg. So, hier sind relativ viele Motive und sogar 0-Euro-Scheine. Dann hat er schon zwei gedreht. Welche hast du gedreht? Die zwei. Die sind ja schön. Aber oh nein, das Kind rammelt weg. Aber dreckig irgendwie. Hm. Welchen soll ich denn fürs Auto machen? Ach ja, wir machen eine mal doppelt am Hochzeitstag. Warte, lass das Kind mal eben feststellen. Die da. Die langweilige? Ich finde die gut. Da ist ein Drache drauf. Es ist überall ein Drache drauf. Nein, wo ist denn da ein Drache? Okay, da ist kein Drache drauf. Siehst du, und der andere ist doof, da wird der Drache nämlich besiegt. Das finde ich doof. Also die da. Ich das Logo. Die, ja, das Logo am besten. Ja, wenn du das nicht am besten findest, dann mach was anderes. Ich finde halt die vom Detail her am besten, ne? So vom. Ja, dann noch die. Aber dann wird der arme Drache ermordet. Das Logo. Dann mach halt beide. Quatsch nicht. Damit so, so viele Euros und 5 Cent habe ich, glaube ich, dabei. So wie wir mit Kochen noch kurbeln müssen. Oh, jetzt hast du was gemacht, was du eigentlich gar nicht willst. Achso, ja, so ist das immer in unserer Ehe. Gar nicht wahr. Ich finde das gut. So schön schlicht, ich mag schlicht. Ja, das soll funktionieren. Ja, jetzt gibt es hier noch die Scheine, ne? Da sind wir mal gespannt. Bibi? Sind wir eben schön Bahn gefahren, ne? Zug. Weiß ich auch nicht. Nee, was ist das? Ne. Ah, jetzt passiert auch was. Ich wollte nicht schon sagen. Ui, ja. Oh, das ist super schön. Cool. Ist cool, ja. Oha. Wie gesagt, gibt es auch in Würzburg. Da in der Marienkapelle am Markt. Warum ist der blau? Weil der ausgebleicht ist.
Oh, ah, okay. Das ist das Original hier, ne? Ah, okay. Ja, nicht schlecht. So, und jetzt zeige ich euch hier gleich noch. Oh Gott. Das ist die Frage. Zeige ich euch gleich noch ein bisschen was hier von der wunderschönen Aussicht. Also Leute, oh, mein Akku ist ja leer. Kriegt ihr heute nicht mehr ganz so viel zu sehen. Dann ist das das Einzige, was ihr jetzt noch zu sehen bekommt. Ich habe nämlich, weiß ich nicht, wo die Akkus sind. Im Koffer. Im Koffer. Aber bitte, wie schön ist das, oder? Vielleicht kann ich euch sonst noch ein paar Bilder einblenden, weil das ist jetzt, ich habe, wie gesagt, keinen Akku mehr. Schön. Ja, meine Lieben, wir sind da. Ich wollte euch jetzt mal eben kurz zeigen, wie unsere Ferienwohnung hier aussieht. Wir haben natürlich jetzt schon überall wieder Gepäck stehen, aber so ist das halt. Wir sind in Ernst, das ist direkt bei Cochem und ja, das ist hier die Eingangstür. Also wie gesagt, hier kommt man rein und dann, wenn man sich direkt hier hindreht, nach links sozusagen, nicht nur sozusagen, nach links dreht, haben wir das Schlafzimmer, da haben wir halt, es ist wirklich alles neu eingerichtet, ne? Frisch renoviert sozusagen, ein Schrank. Da geht es gleich raus zum Balkon, kann ich euch zeigen. Dann da in der Ecke steht noch ein Stühlchen. Ach, ist ganz schön übergewichtig hier, ne? Warum ist das so hell? Moment mal kurz. Jetzt ist es ein bisschen besser. Also, wie gesagt, da haben wir einen Stuhl, dann haben wir hier das Bett. Da werden wir auf die Seite gleich noch das Bettgitter hin machen, den Rausfallschutz. Wir haben zwar auch ein Babybett bekommen, also das haben wir angegeben. Aber zum einen glaube ich nicht, dass er daran schlafen wird und zum anderen ist es für mich furchtbar umständlich mit dem Stillen. Das geht ja mal gar nicht. Deswegen, also wir haben das jetzt hier ganz nah hingeschoben, falls er sich von da hinten, wo ich schlafen werde, mit ihm hier rüberrollen sollte, ja. Wir haben natürlich immer noch hier hinten die Gefahr und hier, und das Bett ist ziemlich hoch, das könnte schlimm enden, doll wehtun, aber macht er normalerweise nicht, dass er sich also wirklich so extrem. Ich glaube nicht, dass er sich da runterrollen wird. Also ich hoffe es zumindest. Ja, aber das wird auch, das würde in dem Ding würde es gar nicht klappen. Och, Zahn ist schon klein. Ja, macht Spaß. Ja, naja, auf jeden Fall, genau, das ist dann das Bett. Hier zeige ich euch mal eben den Balkon. Ha? Was? Ja, das Bett geht in Beschlag genommen. Ach so, das geht bitte. Jetzt habe ich hier den. So, Also hier haben wir noch einen Balkon. Ja, mit zwei Stühlen. Man teilt sich den mit den, der Nachbarwohnung. Da ist nochmal eine Ferienwohnung. Naja, Ausblick ist halt, ne? Aber ich zeige euch gleich den Ausblick vom Wohnzimmer. Richtig schön. So. Machen wir hier wieder zu. Oder auch nicht. Das geht gar nicht ganz zu, ist das richtig? Ich krieg's nicht zu. Krieg's die Tür nicht zu. So, und dann haben wir hier geradeaus das Bad. Das Kind hat da unten das Ausfallgitter. Also hier haben wir das Bad. Und das ist auch alles, ne? Bettwäsche und Handtücher und sowas wird alles gestellt. Ach, mein Mann hat das infiziert, deswegen ist die Klobrille oben. Spiegel, hi. Waschbecken, ja, das ist jetzt halt, ne? Dusche, Föhn ist sogar da und hier ist ganz süß auch so ein kleiner Notfallköpfchen, ganz süß. Ja, ist halt schlecht, einfach das Bad. Und dann haben wir hier Wohn- und Essbereich. Also wir haben hier zum Beispiel erstmal hinter der Tür eine kleine Küche, halt ohne Backofen, nur Herd. Das heißt, tiefe Kühlpizza können wir leider nicht machen, aber ist auch in Ordnung. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Kühlschrank. Wir haben auch einen Hochstuhl bekommen, Fernseher, Esstisch. Also wie ihr seht, ich finde es ist sehr neumodisch, modern halt. Kleiner Tisch, nochmal Schubladen, da haben wir jetzt, hier ist Besteck drinne und hier haben wir noch ein bisschen halt an Essen reingepackt. Sofa, ich finde das geil, das Senfgelb finde ich super.
Ja, und dann haben wir hier, Leute, einen wundervollen Ausblick, also wirklich wundervoll, auf die Mosel und die Weinberge. Also komm, das ist doch wirklich ein schöner Ausblick. Ich habe schon gesagt, auch Mensch, Balkon in die Richtung wäre geil gewesen, aber da ist halt auch die Straße direkt hier, ne? Da. Aber finde ich mega. Ja, wir werden jetzt auch nicht mehr allzu lange machen, weil das Kind echt ins Bett muss, langsam bald so. Aber wir würden gerne noch was essen vorher und Mama baut jetzt das Gitter zusammen. Ihr hört es, er ist auch jetzt gerade nicht mehr so gut drauf. Wir sind ja auch echt ein Weilchen gefahren. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es war länger als noch Würzburg, ne? Ja, wir gefahren sind. Ja. War schon anstrengend für ihn. Und für mich auch. Ach, keine Ahnung, genau. Wer ist jetzt? Ich gehe duschen. Was? Ich habe nicht so viel geschlafen. Und ich melde mich dann. So, Freunde, ich weiß nicht, wann habe ich mich gemeldet? Wir waren ja im Lego Store in Düsseldorf, mein Mann hat sich einen Brickhead gekauft, den Donald Brickhead. Den gibt es nur online. Ist das so ein Exklusiv? Ja, ist so ein Exklusiv. Hä? Oder stimmt das gar nicht? Ich habe ihn nicht woanders gefunden. Er hat ihn zumindest nicht woanders gefunden. Also online im Lego Store und halt im Lego Store. Und genau. Also mein Mann hat sich den Donald Brickhead gekauft. Und dann habe ich mir noch zwei Harry Potter Minifigur-Tüten gekauft. Bei den Minifiguren ist es so im Shop, dass man derzeit aufgrund von Corona nicht selbst sich die Tüten raussuchen kann. Die sind halt abgegrenzt und die Mitarbeiter geben halt an einem dann die Tüte raus. Und die Mitarbeiter sind so cool, dass die das ernsthaft alles erfüllen und dann sortieren, welche Figur welche ist. Geben aber keine Garantie. Geben aber natürlich keine Garantie, aber er wirkte schon sehr sicher. Ja. Ne? Also er wirkte wirklich sehr sicher. Und da haben, also eigentlich war es mir egal, bis mein Mann dann sagte, ach nee, nimm mal die Myrte. Also hat uns einmal die maulende Myrte gegeben und bei der anderen habe ich gesagt, das ist egal, gib mir einfach irgendeine. Und die waren aber noch nicht einsortiert, das waren noch in so einem Pack. Hat er mich gefragt, welche Reihe und welche Tüte, dann habe ich gesagt, irgendwie Mitte, letzte Tüte. Und dann standen wir an der Kasse, wollten gerade bezahlen und er sagte so, ah, gib noch mal her, nicht, dass es nochmal die maulende Myrte ist. Und das wäre tatsächlich nochmal die maulende Myrte gewesen. Ja, dann habe ich jetzt eine andere bekommen, es ist nicht die maulende Myrte, hat er zumindest gesagt. Mein Mann meint, er wüsste, was die zweite Figur ist. Er hat es schon erfüllt. Hast du es aufgeschrieben? Mhm. Okay, er hat es auch notiert, dass wir auch gleich gucken, ob es stimmt. Jetzt, kannst du schon mal hier. Guck mal weg. Fertig. Gut, und jetzt erfüllen wir natürlich. Also versuche ich zu erfüllen. Das Problem ist, ich habe halt keine Ahnung. Ach so. Ja. Okay. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument, ne? Ich weiß, dass die Myrte halt ein Buch hat. Vielleicht würde ich die Zöpfe. Ich würde sagen, das ist sie nicht. Ich versuche nochmal irgendwie Haare rauszufinden. Also ich weiß nicht, also das darf nicht irgendwie die Haare bei mir, das sind gummimäßig. Wenn du die drückst, gehen die nach. Ja, dann habe ich das die Möbel. Gucken wir mal. Ich habe dann zumindest ein Buch erfüllt, es sei denn, die andere Tüte ist auch ein Buch. Ich bin so gut. Ich habe keine Schere. Das Kind schläft übrigens, wir hoffen, das bleibt so. Taschenmesser liegt im Hof. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass er rausfällt, aber eigentlich habe ich alles abgesichert. Das ist doch genauso wie bei uns zu Hause. Ja. Nur bei uns zu Hause wäre das Bett nicht so hoch. Ich glaube, das wäre relativ egal. Ja. Ach, siehst du, kannst du auch das nehmen.
Oh Scheiße. Schon was verloren hier. Ach du Scheiße. Ach du ahnst es nicht. Wie baut man die zusammen? Das steht da ja eh nicht, ne? Du? Ja, gut. Was nimmst du mehr? So mit so coolen Prints mäßig kann ich euch nichts erzählen. Das kann nur mein Mann. Wie im letzten Video. Das ist ein einheitlicher Print. Oh, sie weint. So der bessere. Oh, oder sie ist böse. War eine weinende oder eine böse? Die böse ist auf jeden Fall sehr gut getroffen. Ja, das stimmt. Na, wir machen die böse. Warte, ich zeige euch eben hier die Köpfe. Das ist einmal die weinende. Und das ist die böse. Die ist wirklich gut getroffen. Wir machen die böse. Echt gut, ne? Mhm. Die ist echt gut getroffen. Und da sind so alle ganz begeistert. Ich das die ist echt cool. So, dann, was ist das denn? Das ist das Action Piece. Ah, okay. Und er schwebt. Es kommt in den Fuß rein. Ah, es kommt. Diese, im Stickelchen in das Loch. Oh, nicht so laut, das ist hier relativ hellhörig, das Kind von uns war. So, das Tagebuch My Name is Harry Potter. Hello. Achso, das ist von Harry. Das hat Harry reingeschrieben. Das ist ganz cool. Also Detailgraf finde ich ganz cool. Ja. Auch wenn es nur eine Verschrift ist. Aber wir wollen es ja richtig rum haben. So und dann das so rum. Ja. Wie soll ich sagen? Ja. Was steht denn da drauf? Das habe ich auf den Bildern nie erkannt. TMR. TMR, Entschuldigung. TMR. Tom. Du meinst Etil Dolora? Was? Etil Dolora? Wieso Etil? Nee, Tom Dolora. Wie heißt der denn? Marvolo? Nee, keine Ahnung. Tom Riddle. Was in der Richtung, ne? Mhm. Hier, also das ist einmal das. Keine Angst, es geht jetzt keine 20 Minuten, wir haben nur zwei Figuren. Und dann haben wir da den Text. Das ist ganz cool. Das ist echt ganz cool. So, das geben wir der guten Mürde in die Hand. Hier rum hältst du das? So wahrscheinlich, ne? Und dann kann sie fliegen. Komisch, ist das? Muss das so? Ich höre, dass sie so macht. Ach, keine Ahnung. Ich taste schon die nächste. Schlecht in sowas. Also ist die Platte. Ja, die Platte ist überall gleich. Das sind kurze Haare. Ja. Ein Kopf. Das ist ein Weasley. Wieso? Das ist der Weasley. Wieso? Wieso? Ja. Ach ne, ich hab die Mütze nicht. Ja. Was ist denn da? Ja, das weiß ich nicht. Geh weg. Ich hab gedacht, das ist ja der Kopf. Das sind die Beine. Ach, das sind die Beine.
Die sind auch bei fast allen gleich. Nur bei ja, okay, ich dachte, das ist. Hä? Keine Ahnung, was das Zusatzding sein soll. Hast du das Zusatzding auch schon gefunden? Keine Ahnung. Und das die Beine sind, das ist ein Kurzhaariger. Ist das das? Ist das das? Was ist das da? Ja, nee, ist der Zauberstab oder so, ne? Ja, das hier unten in der Mitte? Ja. Ist der Zauberstab? Nee. Ist das das Zusatzteil? Was? Ah, und das ist Ron. Nee. Ob du wirklich richtig stehst? Gott, das ist aber schwer zu erfüllen. Nee. Irgendwann habe ich schon mal festgestellt, dass es kurzhaarig ist. Ja, es ist schon. Ron! Ja! Gar nicht erfüllt. Die sind ja auch relativ egal, die sind bei fast allen dabei, ne? Ja. Quiffuck, heißt der Quiffuck oder Quiffuck? Ich glaube Quiffuck. Quiffuck. Und die Myrte nicht. Alle anderen haben Sauerstoff. Stimmt. Und die dürften auch alle, denke ich, gleich sein. Vom Ertasten. Ne, wir machen den netten Run. Den, ich habe gerade einen Keks gegessen, Ron. Ja. Also. Ich mag den anderen nicht. Die kann ich jetzt ins Auto packen, ne? Ja. Die Friese, ne? Voll der Justin Bieber, ey. Harry Potter und das Jahr, in dem alle trinken und zum Friseur müssen. Ja. 2020 ist es dann. So, und Leute, mein Mann hat mir natürlich wieder ein Geschenk zum Hochzeitstag gemacht. Ich nicht. Ich. So gut so. Das passt nicht mit dem Geschenk. Auch nicht. Nein, ich habe dir, glaube ich, noch nie was zum Hochzeitstag geschenkt. Richtig peinlich. Ist ja gut so. Wobei, letztes Jahr habe ich, glaube ich, auch nichts bekommen. Da haben wir uns gegenseitig den Urlaub geschenkt, ja, ne? Wir fahren immer Tropical weg. Island, so. Das ist ja toll genug eigentlich. Ja, diesmal sind wir auch weggefahren. Und ich habe trotzdem was bekommen. Warum kann er das nicht halten? Kann er doch, wieso? Ich krieg's aber nicht hin. Du musst es von oben reinschieben, oder was? Ich würde sagen, von vorne reinstecken. Ach, von vorne? Ja, wie denn jetzt? Ja, ganz normal. Entweder als Sohn, dann hat er es sicher in dem zylindrischen Teil da. Das geht aber wirklich ein bisschen schwer, so. Okay. Ja, lass ihn einfach so. Das kann ich besser. So, und wollt ihr noch wissen, was mein Mann mir zum Hochzeitstag geschenkt hat? Die Hedwig! Ja, er hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wir es wieder zurückschicken müssen, weil wir heute im Lego-Store waren und dann habe ich den Preis von der Hedwig gesehen. Man muss aber dazu sagen, ich wusste nicht, wie groß sie ist. Also ich hatte jetzt, wie groß ist sie ungefähr? Ich weiß es nicht, so eine Spannweite vielleicht, ja, ein bisschen kleiner. So? Ich glaube ein bisschen kleiner, ja, ich weiß gar nicht. Ist schon ordentlich, ja. Also hatte ich jetzt, also das ist 1:1 der Hogwarts-Brief, ja. Den sie, warte, ja, seht ihr das nicht? Und die ist auch noch dabei, das wusste ich auch nicht. Gut, die Minifigur ist jetzt nicht so gut. Aber das ist 1:1 und das da ist der Brief, ne? Also ich wusste nicht, ich dachte, sie wäre einiges kleiner. Und dann wusste ich auch nicht, dass sie sich bewegen kann. Wusste ich auch nicht. Die kann ihre Flügel so bewegen, ja? Und dann fand ich 40 Euro ein bisschen. So viel Geld will ich aber nicht dafür ausgeben, habe ich gesagt. Und dann dachte er schon, oh, jetzt will ich wieder. Das habe ich gar nicht gehört. Hast du nicht gehört? Nö. Ich dachte eher wegen vorgestern, aber du meintest es. Nee. Ach, da? Achso, nee, ich dachte, nee.
Doch, dass das Bär sich die gekauft hat und du gemeint hast, ich finde die nicht so toll. Habe ich nicht gesagt. Doch. Ich finde die Winkelbassegasse besser, sagen wir es. Ja. Ja, und warum hast du mir die Winkelgasse nicht geschenkt? Ich muss sagen, die Winkelgasse kostet fast 400 Euro. Ja gut, und die Hedwig kostet jetzt 40 und ich habe halt gedacht, die wäre nur so groß oder so und kann sich nicht bewegen, ja. Ja, habe ich gesagt, 40 Euro würde ich dafür jetzt nicht ausgeben. Aber sie ist ja aber einiges größer, sie kann sich bewegen und auf Amazon ist sie günstiger, wie ich erfahren habe. Von daher ist alles gut. Freue mich sehr. Ja. Dieser Kühlschrank ist so laut. Trinkst du einen Wein und ich kann einen Schluck probieren? Oder ist schon zu spät? Ja, also beende jetzt. Bis später. Bis morgen. Weil noch im, ach Gott, 15 Minuten. Vielleicht mache ich auch mehrere Vlogs. Tschüss. Wir sind jetzt in Beilstein. Das ist so ein 130. 180. Entweder 130 oder 180. Wir sind uns nicht ganz sicher. Seelendorf. Mehr Leute wohnen hier nicht. Also hier kommt wirklich jeder jeden. Und hier gehen jetzt auf so eine Burg hoch. Und das ist echt einfach... So eine schöne Landschaft. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, ob das Kind jetzt schläft. Der wurde jetzt auch gerade echt ein bisschen gnatschig. Haben wir den Buggy zur Not ist die Trage dabei. Mal gucken, ob wir überhaupt da mit Buggy auf die Burg kommen oder wir werden sehen. Wir waren jetzt hier in so einer kleinen, keine Ahnung, Klosterkirche, Klosterkapelle, whatever. Kapelle, Kirche, oder Kirche. Ich habe für eine Saya eine Kerze angezündet. Das war schön. Nebenbei hat nämlich, keine Ahnung, Chorleiter, wer auch immer, gesungen. Richtig schön. Ja, und bitte die Umgebung. Das ist einfach so schön. Schaut nur, wie schön das ist. Ja. Baby schläft. Im Buggy, wir haben nämlich festgestellt, dass wir, er ist gerade eingeschlafen, dann haben wir festgestellt, dann ging es halt die Burgruine da hoch. Und da haben wir ihn gesehen, es sind überall Treppen. Ja, man, ne, er ist halt gerade eingeschlafen, dann sind wir jetzt noch ein bisschen rumgelaufen. Gucken, wann er dann wach wird, ob man dann nochmal zum Auto geht, den Buggy abstellt und die Trage nimmt, um nochmal hochzugehen. Ja, wir wollten ihn halt echt nicht wecken, weil er echt K.O. war, er soll ruhig schlafen. Ne? So ist das mit Kindern. Hier wieder oben ist die Burg. Echt schön. So eine Ruine. Ich denke dann immer so, wie das Leben wohl früher da gewesen sein muss. Was diese Gemäuer schon alles erlebt haben. Das finde ich immer so bemerkenswert. Wir sind jetzt in einem Adler- und Wolfspark. Das ist auch schon ein Weilchen. Wir haben hier Pommes gegessen. Habe ich euch vergessen, fürs Food Diary zu zeigen. Ich drehe ein Food Diary, habe ich das gesagt. Naja. Wir haben auch einen Teil von einer Greifvogel-Flugshow gesehen, aber das Kind war nicht sonderlich gut gelaunt. Ja, weswegen ich mich zum einen nicht gemeldet habe und halt auch noch nicht sonderlich viel ihr gezeigt habe. Ich habe ihn jetzt in der Trage. Schläft da, die Süße. Ja, das ist das Wildschweingehege. An den Wölfen sind wir schon vorbei. Bei den Greifvögeln auch. Also genau das, was diesen Park ausmacht. Habe ich es leider nicht gesehen. Aber vielleicht kommt später nochmal was, keine Ahnung. Aber es ist echt schön angelegt. Also wirklich riesig. Also das Gehege für die Wildschweine, das ist... Ja, keine Ahnung, wie viele Wildschweine da drin sind. Wir haben jetzt drei gesehen. Richtig heftig. Auch bei den Wölfen ganz, ganz viel Platz. Nicht, dass es das irgendwie jetzt ne, groß besser machen würde. Wobei bei den Wölfen würde ich auch sagen, na, ne, vielleicht ist es auch irgendwie wieder Eingliederung. Ach, keine Ahnung. Vielleicht. Aber für die Wildtiere, also für die, finde ich super angelegt.
Greifvögel, finde ich so ein bisschen. Ja, also. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns entschieden haben, was wir denn als nächstes machen. Ist auch schon. Keine Ahnung, 5 oder sowas. Ja, den holen wir da jetzt. Schön. Ich gucke noch ein bisschen. Hier war vorhin die Flugshow hier auf dem Vorplatz vor der Burg. In der Burg sind übrigens noch Greifvögel. Ganz cool. Ja, da lagst du, ne? Und dann haben wir da sitzen können, ne? Und dann sind die hier und hier nach hier vorne. Ganz cool. Ich mag ja so Flugshows, finde ich ja alles voll super. Irgendwie so. So. Ganz knapp über den Kopf vorwegfliegen, ne? So, und wir quetschen jetzt hier noch Quetschmünzen. Da hinten. Hier sind dann noch Ziegen, hier sind das da hinten. Hier haben wir einen Pony gesehen, ne? Und da hinten beim Dammwild, richtig süß, hat gerade ein kleines Baby getrunken bei der Mama. Und das kleine Baby war fast so groß wie die Mama. War lustig aus. Ja, voll süß, richtig süß, wie es da getrunken hat. Ganz niedlich. Lol, ich bin so K.O. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war irgendwie anstrengend. Ich habe auf dem Rückweg tatsächlich geschlafen, das Kind nicht. Das hat neben mir da seinem Kindersitz erzählt oder ich bin eingepennt. Jetzt misst er gerade ein bisschen. Ich warte noch auf meinen Mann, der ist nochmal einkaufen, der braucht noch ein bisschen was. Aber irgendwie dachte ich mir, damit es nicht so spät wird, keine Ahnung. Wir essen aber wahrscheinlich einfach später und er soll jetzt nochmal ein bisschen was zu essen bekommen. Habe mir ein bisschen was zusammengestellt, so Brot mit Butter, Mais, Apfel, Gurke. Seht ihr im Food Diary. Ja, oh, ich bin so. Ja, wenn der Papa dann kommt, dann gehe ich nämlich duschen. Ich möchte mich nicht, sonst würde ich ihn schon ins Bett bringen, aber ich fühle mich irgendwie. Ja, kacka mal. Mit Beikosteinführung hat er immer, dann hat er immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Und dann darf es eigentlich duschen und dann bin ich hier ins Bett und dann essen wir wahrscheinlich. Wir haben jetzt auch relativ spät gegessen. War total komisch. Wir sind hier ja bei einem Winzer. Und dann, um zur Wohnung zu kommen, muss man halt durch das Restaurant, sag ich mal, durch. Also nicht durch das Restaurant, aber durch den durch den Außenbereich des Restaurants. Da saßen halt einige und ich habe ganz vergessen, meine Maske aufzusetzen. Die haben mich auch ein bisschen blöd angeguckt. Naja. Muss ich das nächste Mal hoffentlich dran denken. Ey, voll peinlich. Aber ich hatte dann noch keine Hand mehr frei, die noch nachträglich aufzusetzen. Dann bin dann einfach nur schnell durch. Oh Gott, das war so anstrengend heute irgendwie. Wir mal abwarten, wie es mir hochgefüllt. Cutie! Er ist so süß, er ist so süß, ey. So, so süß. Ja, du! Was ist los? Grintebacke. Ja, schluck mal. Du sollst den Mais runterschlucken. Ich finde ja nicht so lecker, diesen Babymais, ne? Den kann er ganz gut essen. Erdrückt. Ich hoffe, es kommt mal was. Oh Gott, was für Gespräche. Ich weiß nicht, was ihr jetzt mitbekommen habt. Da stand gerade. Ah, die Schreibgeschwindigkeit der Karte ist zu gering oder sowas. Ja. Wir sind heute Morgen auf jeden Fall nach Trier gefahren. Wir werden den Tag hier heute verbringen. Ja.
Mal gucken, was uns erwartet. Es ist noch ein bisschen fresh, aber es wird sicherlich noch werden. Ja, Baby hat heute eine ganz süße Jeanshose an. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Ganz niedlich. Das ist die, die ich von Chibo abgenommen. Ja, mal gucken, was uns hier heute so in Trier erwartet. Und heute ein bisschen eher wach geworden, deswegen haben wir gedacht, nutzen wir die Gelegenheit. So, wir sind jetzt hier Palastgarten vom kurfürstlichen Palais da. Ja. Wir sind tatsächlich jetzt irgendwie so ein bisschen blind gelaufen, ne? Also. Ja, der Parkplatz war nicht so mittendrin, wie ich gerade sah. Ja, aber wir sind hier angekommen. Schön. Wir sind jetzt hier am Amphitheater. Wir haben jetzt überlegt, ob es sich lohnt, da reinzugehen. Es kostet halt 4 Euro Eintritt pro Person. Da kommt gerade ein Sightseeing-Bus. ja. Weil auf dem Bild ist es halt nur einmal der Platz, aber man wird da runtergehen können. Und ja, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Ich weiß es nicht. Unentschlossen. Jetzt sind wir den ganzen Weg hierher gelatscht. Wir haben uns dazu entschlossen, wie ihr sehen könnt, reinzugehen. Wir sind jetzt hier ganz oben. Wir sind da unten, also vor dem Eingang, ja. Einmal außen rum gegangen, weil da vorne Treppen sind. Und jetzt konnte man auch ja, so hier schön die gelben Weinberge im Hintergrund. Gab es natürlich im antiken Rom noch nicht. Wobei doch. Stimmt. Aber ich weiß nicht, ob es so aussah. Oder haben sie im antiken Rom auch so den Wein angebaut? Ja, wenn schon, ne? Ich meine, so in Reihen? Ja. Das weiß ich gar nicht. Aber Wein haben sie auf jeden Fall angebaut, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, schön, schön. Du hast immer noch ordentliche Orgie ohne Wein gefeiert, oder was? Nee. Ach, Leute, ihr könnt euch auch nicht vorstellen, was für einen heftigsten Bock ich einfach auf Wein habe. Ne? Das ist ganz schlimm. Ich würde so gern mir so ordentlich eine Flasche Wein reinballern. Also aus Spaß und aus Genuss, ja. Nicht um mich abzuschießen, aber irgendwie. Habe ich da echt Bock drauf. Aber ich gönne mir mal zwischendurch mal ein Schlückchen mit meinem Mann. Und das geht. So, keine Ahnung, ob ihr hier wirklich was seht. Aber wir sind jetzt hier im Keller vom Amphitheater. Ich finde, das hat irgendwie was. Oh oh, Boden ist ganz schön wackelig. Der ist natürlich jetzt extra für uns hier. Rundgang, ja danke. Aber das hat tatsächlich was. Das finde ich cool. Na, für den Keller haben sich die 4 Euro gelohnt. Ich schunkel, ne? Das ist immer das zweite. Ich schunkel, weil das Baby, ich habe euch nicht schlecht. Jetzt in der Trage ist, der war super müde und kam irgendwie im Buggy nicht zur Ruhe und in die Trage genommen. Wir sind jetzt hier in der Porta Nigma. So, das, wofür Trier steht, ne? Ja. Ach, entschuldigt, ich bin bestimmt voll schlecht. Wie auf Seegang hier. Mein Mann ist jetzt da in der Touristeninformation, um Quetschautomaten umzudrehen, genau. Eigentlich. Ups. Eigentlich sind wir auch ziemlich hungrig. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen wild, wenn das Baby schläft. Ne? Man überlegt, irgendwas auf die Hand zu nehmen und dann später nochmal was zu essen. Hier ist auch ein Herz im Glück. Ist natürlich super für uns, aber das wird der Junge gar nicht. Also, ist glaube ich schwer.
so ein richtiger Restaurantbesuch in dem Alter, der wird halt schnell ungeduldig, ne? Wir sind heute in Cochem. Unsere Unterkunft ist ja auch eigentlich direkt daneben dran. Oh mein Gott, ist die Linse verschmiert. Ja, unsere Unterkunft ist ja in Ernst und Cochem ist direkt neben dran. Das Kind ist jetzt gerade ziemlich zügig im Buggy eingeschlafen. Es hat keine 5 Minuten gedauert. Wir sind auch jetzt gerade eben erst angekommen. Also heute steht Cochem auf dem Plan. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Burg hoch. Das ist ganz hübsch, die sieht von hier aus ein bisschen was von Hogwarts tatsächlich. Ja. Ja, unsere Laune ist heute nicht so die beste. Tut mir leid. Hm. Aber seht ihr, das ist ganz hübsch. Wie gesagt, ich finde ein klitzekleines bisschen hat's was von Hogwarts. Wir haben es uns jetzt hier auf dem Marktplatz gemütlich gemacht. Oh, schade, wie schön. Wir haben hier tatsächlich einen Platz bekommen. In dem Café. Das ist direkt mal rein. Auf dem Marktplatz. Und der ist nicht sonderlich groß, dieser Marktplatz. Ja, hier trinken wir jetzt Cappuccino, Espresso. Das Kind erfreut sich an einer Tupperbox. Wir haben uns jetzt hier an die Mosel gesetzt. Das Kind ist fast am Wegdösen hier. Wir essen auf jeden Fall gerade so ghoul. Ghoul. So ghoul. So lecker. Ich habe schon wieder vergessen. Onigiri. Onigiri? Ja. Mit Braunalge. Braunalgensalat. Das schmeckt so lecker auf meine Haare. Schmeckt wirklich richtig gut. Man hat hier übrigens einen super Blick auf die Burg, finde ich. Und ich finde einfach, es hat voll was von Hogwarts. Nice. So, wir waren eben noch in so einer Senfmühle. Senf gekauft, da gibt es mega viel Auswahl und es ist auch ganz irgendwie bekannt und keine Ahnung was. Und haben uns jetzt noch dazu entschlossen, da der Tag hier irgendwie noch relativ lang ist. Haben wir uns dazu entschlossen, noch in den Freizeitpark zu fahren. Mein Fahren macht das selten. Ich will gar nicht, da unten muss ich drücken. Also nein, du kannst hier an der Seite sogar drücken. Wo? Auf den anderen, auf den da oben. Ja. Oh, das Kind, das weint. Was soll ich da runterfahren? Hi. So. Ja, jetzt noch in den Freizeitpark zu fahren. Und zwar in den Wild- und Freizeitpark Klotti, glaube ich. Ja, ich zeige euch mal eben die Aussicht. Also wir sind noch nicht, also das ist jetzt beim Eingang hier, ne? Ist ganz schön. Jo. Aber das Kind ist gerade wieder so ein bisschen, der müsste mal wieder schlafen. Und das ist hier der Freizeitpark, der ihr sehen könnt. Und das Hin- und Herfliegen, was ihr hier veranstaltet, das heißt für Trudi richtig schwer dabei. Fliegen mit Flügelschlag kostet 40 Mal mehr Energie, als das Segelfliegen, was sie normalerweise veranstaltet. Und die meisten Leute denken, so ein Vogel müsste 8 Stunden am Tag fröhlich von A nach B sausen. Das Gegenteil ist der Fall. Die fliegen nicht weiter, wie es sein muss,
denn keiner weiß, wann er seine nächste Beute macht. Das kann 3 Minuten sein, das kann auch 3 Tage dauern. Das ist Max, 12 Jahre alt, ein männlicher, europäischer Uhu. Das ist die größte Uhu, die bei uns in den Wäldern zu Hause ist. Mhm. Bei Max sieht man auch die typische Färbung für unsere einheimischen Eulen. Braun mit dunklen Flecken. Die Ellie hatte eine Menge weiß im Federkleid, Tarnfarbe für den hohen Norden. Max trägt Tarnfarbe für unsere Wälder. So, schauen wir mal, was sie von den Wäldern heute hält. Da und aus. Sie startet das erste Mal. Und typisch für den Adler, lange, breite Schwingen, um Wind und Thermik auszunutzen und fliegen ohne Flügelschlag. Auch in der freien Wildbahn schraubt sie sich im Segelflug nach oben und suchen dann ihr Revier ab, auf der Suche nach Beutetieren bis ungefähr Hasengröße. Und im Segelflug, lieber 100 Meter weiter links, sieht man sich dann auch. Und im Segelflug ist ein Adler recht langsam unterwegs. Lieber, Achtung, drüber Waldrand ist unterwegs, zieht vor dem Wald raus ins Tal. Die hat schon nach 50 Metern gemerkt, hier am Hang ist nichts mit Steigen, da reicht der Wind nicht. Das heißt, sie wird wahrscheinlich rausziehen auf die andere Seite Richtung Winneburg, die vor allem Richtung Strommasten, um dort Höhe zu machen. Okay, ist aber auch ganz gut, denn nur da hinten kann sie steigen bei dem Wind. Und die lassen wir auch noch schön da hinten rausziehen. Und dann heißt es warten, bis er angestiegen ist, denn die muss erstmal gut über den Horizont rauskommen, damit sie überhaupt nach Hause kommen kann. Bergauf mit Flügelschlag geht den Adler aus Prinzip nicht, würde ich auch gar nicht machen. Die muss erstmal richtig ansteigen, damit sie im Segelflug wieder hier reinkommen kann. Wie gesagt, im Segelflug ist man dann recht langsam, aber das reicht zum Absuchen des Reviers. In der freien Wildbahn stehen die korrigierenden Adler meistens von 1000 Meter hoch am Himmel. Wenn die dann aber die Flügel einpacken und senkrecht runterkommen, dann reicht es auch, um Hasen zu fangen. Dann kann so ein Vogel wie die Lima über 200 Stundenkilometer erreichen. Was sie dann heute jagen, dann wäre es viel einfacher. Das ist das Ding, was dem Adler Spaß macht. Einfach schwingen auf, ohne Energie zu verbraten. Das können die auch stundenlang, ohne müde zu werden. Guck mal, wie schnell der steigt. Und bei, waren wir noch gerade, kriegt gerade einen Kopfnuss. Zack, da. Verdammt hat sie welcher. Der zweite Vogel, der dabei fliegt, der fliegt wunderschön, dieser hat nur einen Haken, der gehört gar nicht zu uns, das ist ein Freischaffender-Künstler. Das ist ein wilder Bussard und da draußen gilt eine Regel, die Kleinen ärgern die Großen. Die Kleinen bleiben nämlich immer über dem Adler, kommen von oben runter, geben den Kopflosstall direkt wieder auf und dagegen kann sich so ein Adler gar nicht richtig wehren. Bis sich die Lima in der Luft auf den Rücken gedreht hat, ist der Bussard schon wieder 10 Meter höher und grinst sich ein. So ein frecher Bussard, der schafft einen Adler so lange in der Luft zu ärgern, bis der irgendwo eine Bauchlandung macht. Völlig normal. Wir kennen das alle von den Krähen und den Mäusebussarden. Genau das gleiche Spiel, nur eine Nummer kleiner. So, die Lima kommt mit etwas Glück gleich mal hier rübergezogen, weil kein Bock auf den Bussard. Lima, kommst du rein? Hier kommt der Adler rübergezogen und so sieht der Anflug so ein bisschen aus der Kaninchenperspektive aus. Mit halb angelegten Schwingen. Da sieht man selbst bei dem flachen Anflug, wie schnell der Vogel werden kann. Die schicken wir aber nochmal raus, in der Hoffnung, dass er draußen nochmal ansteigt. Wir sehen schon, Madame zieht links rüber, weil da hinten ist ja der Kamerad mit den Kopflüssen. Also probiert es mal auf der anderen Seite, um ungestört zu sein. Wir können immer nur sagen, wenn wir einen Vogel starten, sei es um 11 oder um 3, ob die fliegen, wie lange die fliegen, entscheiden die ganz alleine. Bei schlechtem Wetter ist allgemeiner Sitzstreik, bei guter Thermik treibt sich die Lima stundenlang draußen rum. Dummerweise steigt jetzt links über den Berg auch schon wieder einer und Lima kommt dann erstmal zurück nach dem Motto, ich will keine Kopflüsse. Du bist doppelt so groß, du bist doppelt so schwer, du hast doppelt so große Füße, das ist schon fast ein. Okay. Total süß hier, ist einfach das alles theoretisch, bis, also wirklich bis ganz da hinten hin, ist einfach Gehege für das Wild. Und ab da hinten, tippen wir mal drauf, ist halt Ruhebereich, ne? Also wenn die Tiere sich zurückziehen wollen, dann darf man da halt nicht mehr hin, aber hier ist halt echt, und das eine ist, lässt sich die ganze Zeit von den kleinen Jungen streicheln, das ist total süß. Ich glaube, das ist jetzt mein Vater. Ein bisschen ängstlich. Haut sie die auch oder guckt sie jetzt einfach ganz runter? Was war das denn? Kastanie.
Guck mal, der ist ganz neugierig. Also ich weiß nicht, inwieweit ich euch das da gerade gezeigt habe, weil ich habe das Kind dann aufgenommen, weil es so süß war. Das eine sehr zutrauliche, ich weiß nicht, was es ist, Dammwild, kam dann so auf den Wagen zu und dann hat das Baby so die Hand ausgestreckt und dann hat es wild geschnüffelt und dann fing er an zu schreien. Das fand er dann nicht mehr so geil. Aber es war erst total süß. Ja, das Ding ist, ich hatte ihm halt gerade ein Bananenwölkchen auch gegeben und das hat das Tier wahrscheinlich auch gerochen, ne? Ja, hier zieht man jetzt hier nochmal, kurbelt nochmal. Das ist nochmal so ein Bärenfutter. Och, guckt an, da haben wir sogar einen großen. Den kann man hier von den Bären sehen. Oh, sogar zwei. Hallo. Ich glaube, die denken, die kriegen was. Er hat einen Vierfinger. Ja, ja. Ich glaub, oh, guck ihn dir an, er denkt, er kriegt was. Guck ihn dir an. Aber wir müssen was kaufen für ihn. Die haben uns jetzt mal eben in den Garten, auf das bisschen Gras gesetzt, damit das Kind ein bisschen sich, ja, aber dass er sich ein bisschen hier bewegen kann. Und ganz lustig, hier der Spielplatz, das ist ganz lustig, also hier der Spielplatz. Da hinten irgendwo ist eine Babyschaukel und dann, ja. Haben wir ihn gerade das erste Mal in eine Schaukel gesetzt. Und fand er gut. Fand er richtig gut. Aber die ist halt, er kann sich ja noch nicht so richtig gut halten. Also man muss ihn wirklich ordentlich festhalten. Und er ist auch relativ groß. Also er hat da relativ viel Luft, um zur Seite zu kippen. Deswegen immer nur ganz sachte. Aber fand er lustig. Aber er findet den Rasen richtig doof. Er macht immer. Dabei ist unserer schon trocken, aber der ist, glaube ich, noch trockener. Das piekst richtig. Aber es piekst voll. Bei uns piekst es nicht so. Ja, weil bei uns nichts da ist. Wir sind heute nach Bernkastel-Kues gefahren und bin jetzt erstmal im Ortsteil Bernkastel. Es ist noch relativ früh, wir haben noch einen Parkplatz bekommen. Ja, gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um, es hat auch noch nicht sonderlich viel auf, weil wir ja doch wieder relativ früh hier sind. Wir möchten halt aber super gerne heute Mittag, weil es abends nicht geht mit dem Kind einfach, in die Weinstube. Das ist ein rein veganes Restaurant. Aber genau, hat halt mittags dann nur von 12 bis 14.30 Uhr auf, weil wie gesagt, abends können wir einfach nicht. Und ja, deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt noch so ein bisschen was unterbringen, weil wir auch nicht wissen, wie es heute Nachmittag dann mit Parkplatzsuche aussieht. Also man kommt da halt von hier nicht zu Fuß hin zu dem Restaurant. Ja, mal abwarten, aber. Ich meine, so ein rein veganes Restaurant ist halt schon was anderes, als jeden Mittag Pommes zu essen. Ja, wobei, bei den Davids war ja auch gut. Aber gibt's ja halt nicht. Hier gibt's nur Pommes. Also, man muss schon sagen, diese kleinen Städtchen, ich meine, Trier ist halt keine kleine Stadt, ne? Das ist ja schon wieder was Größeres. Aber diese kleineren Cochem, Bernkastel, es ist absolut nicht veganer, nicht mal vegetarierfreundlich, wenn man ehrlich ist. Also, würde es Vegetarier findest du noch einen Flammkuchen? Ja, irgendwas findest du schon, ja. Aber wenig, ich finde trotzdem wenig. Also, aber absolut gar nicht veganerfreundlich, ne? Also das ist natürlich. Es ist einfach in diesen kleinen Dörfern noch nicht so, dass es hier viele Veganer gibt oder so. Deswegen wäre schon ganz gut. Wir sitzen jetzt hier in dem Restaurant, wo es nur diese veganen Speisen gibt. Richtig schön direkt an der Mosel. Und wir haben uns schon Traubensaft bestellt. Oh Gott, jetzt kommt hier eine Wespe. Die Schlinge sind da. Aber jetzt ist sie bei mir, das war sie eben noch nicht. Ich habe mir gerade abgelegt. Oh Mann. So, hier, unser Traubensaft. Wir haben noch was dazu geholt. Das haben wir schon. Yay! Party! Für Süßi. Oha. Wir haben eben lecker gegessen. Und das war so viel und so sättigend und so teuer.
Das war echt. Haben wir sie gut bezahlen lassen. Aber mir ist jetzt auch ein bisschen. Von dem Abendessen. Was gibt's? Brot. Ach gut, das ist okay. Wir haben gerade eben groß gegessen. Bisschen Brot ist immer gut. Ja, jetzt sind wir hier auf eine Burg hochgefahren, weil wir nicht laufen wollten. Also wir sind halt bis zum Parkplatz gefahren, da mussten wir, keine Ahnung, ein paar Meter noch hoch. Mein Mann hat das Kind in die Trage genommen, weil wir nicht wussten, wie gut das hier mit Buggy funktioniert. Ich habe vergessen, wie der Name der Burg ist. Landshut. Außerdem ist sie immer schön. So, ist der Blödsinn nicht im Weg. Das ist einfach schön hier mit der Mosel. Ne? Echt hübsch. Und von der Burg könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sehen hier. Wir sind gerade vor dem Neubau dran. Ich zeige euch gleich nochmal die Burg. Ach, ihr habt ja nochmal die Burg. Tada. Ist halt eine kleine, ne? Eine kleine, schnuggelige Burg. Halt auch ganz viel Neues drumherum gebaut und alles nicht mehr ganz so. Ja. Es gab schönere Burgen hier. Wir sind heute am Laacher See. Wir machen jetzt gerade den Rundgang. Der geht ungefähr 2 Stunden, meinte man nur. 2,5, das wird nicht genau. Und ja, das Baby hat gerade im Auto ein bisschen geschlafen. Ich auch. Die Nacht war nicht gut. Die Nacht war echt nicht gut. Also ich habe einmal auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, ey, das kann es doch nicht sein. Da war es 2:30 und von 10:30 bis 2:30 habe ich ungefähr, ich glaube, 4-mal gestillt. Und dann von 2:30 bis 7, 6:30. Ja, 6:30 war es. 5-mal. das war die reinste Katastrophe. Oder sogar 6-mal. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe es nicht genau gezählt, aber es war gefühlt halbstündlich. Das war es wahrscheinlich nicht ganz, ne? Aber du bist halt dann irgendwie gerade weggedöst und dann wollte er schon wieder. Und das war furchtbar. Weiß auch nicht. Und ich habe gestern noch gedacht, okay, heute gehen wir spät ins Bett, weil wir ja noch, habe ich gar nicht erzählt, das habe ich nur in dem Food Diary gesagt, wir haben gestern Abend noch eine Weinprobe gemacht. Beziehungsweise mit meinem Mann. Also wir sind hier auf einem, oh Gott, ich muss mich ein bisschen beeilen, da will jemand durch. Wir sind hier auf so einer Brücke. Wir sind hier auf einem, bei einem Winzer haben wir ja ein Zimmer. Und ja, da haben wir dann eine Weinprobe gemacht. Also mein Mann hat Wein getrunken, Wein probiert und ich habe den Traubensaft probiert. Und wir hatten ihn halt noch dabei. Ich hatte erst überlegt, wäre wahrscheinlich sogar sinniger gewesen, ich weiß es nicht, dass wir das halt machen, wenn er schläft, weil das echt nur ein Stockwerk ist. Also bis dahin reicht das Babyfon und ich wäre auch relativ zügig oben wieder gewesen. Aber irgendwie war ich mir dann unsicher. Deswegen haben wir das jetzt vorher gemacht und ja. Nein, gar nicht wahr. Aber dann wiederum denke ich mir so, eigentlich was auch ganz Gutes hier mitgenommen haben, weil er hat halt auch Weintrauben aufgetischt und ich fand er richtig geil. Die hat er so, also die fand er richtig, richtig gut. Ich habe halt dann nur die ich habe die einmal durchgebissen, damit sie halb sind, weil bei Weintrauben besteht ja die Gefahr, dass es die Luftröhre versperrt. Deswegen habe ich sie einmal halbiert und die Kerne rausgeholt und dann hat er das, also richtig, das fand er richtig geil. Ja, auf jeden Fall wurde es dann halt spät und dann habe ich noch gedacht, so, ah Mensch, der wird bestimmt dann gut und lange schlafen. So früh wie heute war er den ganzen Urlaub noch nicht wach. Also es war eine, 6:30 ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig früh für ihn, aber es ist ja eigentlich sogar eher spät, aber trotzdem war die Nachtzeit unruhig. Irgendwie war es komisch. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt. Wir genießen jetzt hier mal ein bisschen die Umgebung. Wir sind hier jetzt
am Kloster angekommen. So. Ist ganz nett hier. Ganz schön hier. Ich dachte, du kommst jetzt mit Baden-Württemberg. So, ja, übrigens habe ich mich eben dann auch nicht mehr gemeldet auf dem Weg hierher, weil ja, das Kind hatte ich halt in der Trage. Mein Mann hat aber schöne Bilder gemacht. Ich kann euch da vielleicht ein bisschen was einblenden. Es war halt einmal eine Wanderung um den See, ne? Also gab es eh nicht so viel zu sehen, außer im See. Du bloß nicht weh, kreischte Hermine, der ganze So, wir sind jetzt wieder Richtung Heimat. Wir machen noch einen kleinen Zwischenstopp in Oberhausen, weil wir noch bei Five Guys essen wollen. Ja, freue ich mich schon drauf. Da musste ich einmal den Akku wechseln. Ja, mein Mann hat auf jeden Fall noch ordentlich Wein geschoppt bei dem Winzer, wo wir waren. Und zwei Kisten Traubensaft für mich, einmal weiß und einmal rot. Die ist auch echt sehr, sehr lecker. Ja, aber ansonsten war es das erstmal. Entschuldigt. Und ich bin jetzt auch richtig, richtig, richtig lange geschlafen. Keine Ahnung, wie lange. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber anderthalb Stunden waren das mindestens. Ja, wir hatten nämlich auch noch kurz überlegt, also wir waren auch dort, wir waren an der Nürburg und am Nürburgring, ob uns die Nürburg angucken. Aber da hat er halt auch geschlafen und da habe ich gedacht, na gut, dann halten wir mal. Meistens wird er dann ja wach. Nö, der hat so fest geschlafen, ist nicht mal wach geworden, als wir angehalten haben. Wir standen auch relativ lange, weil wir dann hier noch ein bisschen rumgewurschtelt haben und so. Ne, der ist nicht wach geworden. Davon haben wir gedacht, okay, dann fahren wir mal wieder. Wir haben uns die Burg jetzt nicht angeguckt. Und den Ring auch nicht, aber es waren auch so viele Proleten unterwegs. Sorry, aber das war ja furchtbar. Die fahren dann da halt mit ihren getunten Autos da auf der Rennstrecke lang und du denkst dir nur so, what? Ja, aber voll, da habe ich gedacht, das muss ich mir so auch nicht antun. Ja, und hier stockt es jetzt ordentlich. Ich habe auch ein bisschen geschlafen. Jetzt habe ich auch, hab dann auch so bald mal eine halbe Stunde noch und sind wir in Oberhausen am Zentrum. Mit einem passenden bisschen Fehlein. Wenn man bedenkt, dass dieses Jahr kein Spiel ist. Wobei wir ja so oder so nicht in Oberhausen gewesen wären dieses Jahr. Aufgrund des Babys hätten wir ja woanders geschlafen, bis ich dann die Möglichkeit gehabt hätte. Auch aufs Hotelzimmer zu kommen, aber ist ja wurscht, weil fällt ja eh aus. Es wird jetzt dieses Jahr alles online stattfinden. Auch ganz cool. Ich glaube nicht, dass ich mich nochmal melden werde. In Oberhausen. Ja gut, vielleicht nochmal kurz in Oberhausen. Einfach eigentlich auch nicht. Ich glaube, das werde ich eher ins Food Diary dann reinnehmen. Ach, keine Ahnung. Ich melde mich doch nochmal. Und wenn es dann doch nur für eine Verabschiedung ist, weil ich in Oberhausen die Kamera halt nicht rausfinde.